Hey, Lieben, da ist sie wieder, eure Katrin, und heute möchte ich euch mal ein absolutes Mini vorstellen, und zwar die Corea Ceratops Gruppe. Ja, winzig, winzig, winzig klein. Hier mal zum Vergleich meine Hand. Ja, und ich habe eine kleine Hand, wohlgemerkt. Ja, also die Figürchen da drauf, die sind so schnucklig klein, das Größte dürfte nicht länger sein als maximal 3 cm. Die ganze Gruppe hier auf der Base stehend ist ca. 9 cm lang und an der höchsten Stelle knapp 3,5 cm hoch. Also wirklich extrem mini. Doch bevor ich zu diesem schnuckligen kleinen Modellchen komme, gibt es erstmal die Fakten rund um Korea-Ceratops. Die fossilen Überreste von Korea-Ceratops wurden in der Nähe der Stadt Gwaseong in Südkorea entdeckt und 2010 erst beschrieben. Der Gattungsname leitet sich von Korea und dem griechischen Keratops, Horngesicht, einem häufigen Namensbestandteil bei Ceratopsiden, ab. Typusart und einzig beschriebene Art ist Korea Ceratops vaseongensis. Korea Ceratops war ein kleiner Vertreter der Ceratopsia. Bislang ist ein einziges Skelett bekannt, das nur aus einem fast vollständigen Schwanz, beiden Ischia und Teilen der unteren Hinterbeine mit Fußknochen besteht. Das erhaltene Schwanzskelett besteht aus 36 Wirbeln und ist 81 cm lang. Wahrscheinlich fehlen hier 4 bis 5 Wirbel. Er lebte in der Unterkreide vor ca. 112 bis 100,5 Millionen Jahren in Südkorea. Und jetzt schauen wir uns dieses winzige Grüppchen mal aus der Nähe an. So, da haben wir mal das erste Exemplar, das größte von allen mit ca. 4 cm. Ja, das ist herrlich winzig. Und wenn man mal schaut, wie fein das Ganze noch modelliert ist hier, ja, in dieser unfassbar kleinen Größe. Sieht schon ein bisschen fischartig aus, ne? Mit diesem, ja, Flosse kann man fast sagen. So sieht das fast aus. Also mit diesen Protofedern da und da hinten am Schwanz dann auch nochmal. Oder diesem Segel hier. Zweibeinig wird er gezeigt. Gelblich mit ein paar braunen Punkten drauf. Man sieht, es ist recht flexibel hier, ne? Einem recht markanten Nackenschild. Angewinkelten Armen. Der hier an einem Fressplatz, ja, mit einem Farn hier noch, wo sich die Gruppe drum versammelt hat. Das ist auch noch sehr schön. Ja, einer knabbert da gerade so noch am Blättchen. Das ist auch noch super gemacht, wie das Blättchen da im Maul von demjenigen steckt, ne? So richtig fest. Und da haben wir noch einen. Ich denke mal, das sollen hier die weiblichen Exemplare darstellen und die mit Blau die männlichen. Möglicherweise sogar als Familie, weil hier gibt es noch kleinere. Auch die sind einfach allerliebst. Wirklich erstaunlich gemacht. In der Kamera wirkt jetzt, wo alles sehr stark vergrößert wird, sieht es natürlich nicht mehr so grazil aus und so weiter, wie als wenn man es mit bloßem Auge sieht. Aber dennoch. Das ist so ein schönes, kleines, faszinierendes Modell. Schaut euch mal den Kleinen hier nur von oben und von vorne an. Wie schön und wie grazil hier die Beinchen gestaltet sind, der Körper. Sogar eine Wirbelsäule ist noch zu sehen, trotz dieses winzigen Maßstabs. Gut, die Farbe ist hier ein bisschen verschmiert, das ist nicht so schön. Und hier dieses Figürchen hier. Ach, ist das allerliebst. Und die Beinchen da. Na, sogar noch diese winzigen Krallen sind da farblich abgesetzt. Ja, und dann haben wir da noch Nummer 4, was das kleinste Modell von allen ist. Vier Korea Ceratops bei ihrer Mahlzeit. Dann haben wir da noch eine Base. Überall sind hier noch so am Boden wachsende Pflanzen. Da tut der sich hier gütlich dran. Das scheint wie schlammiger Untergrund. Hier ganz viele Blätter. Überall Spuren.
einfach unglaublich schön gemacht. Viele Details erkenne ich auch jetzt erst in der Kamera, ja, weil die so klein sind, dass man die kaum ausmachen kann. Hier zum Beispiel diese Steine. Unglaublich. Ein faszinierendes Modellchen. Link dazu, falls es sie noch gibt, gibt es auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut also unbedingt nochmal rein. Ja, und dann haben wir noch da den Farn. Auch der Stamm ist da schön gestaltet. Die Blättchen da. Auch ganz hübsch. Dann haben wir hier die Unterseite. Schon älteres Modell, ne, von 2012. Steht sogar noch Korea Ceratops Family. Wunderschön. Ist das nicht herzallerliebst? Einfach traumhaft. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon durch, ja. Gibt ja nicht viel zu zeigen von diesem Modell, weil das eben so winzig ist. Also ich kann euch nur empfehlen, wer auch Freude an sowas hat, unbedingt zulegen. Das lohnt sich. Ne? Eben weil das so winzig und so allerliebst ist. Korea Ceratops kannte ich vorher ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, man kann nicht alles kennen, ist ja klar. Aber ich freue mich jetzt umso mehr, diese kleine Familie jetzt in meiner Sammlung zu wissen. Tja, ihr Lieben, und damit wäre ich auch schon am Ende dieses Reviews. Für meinen Teil klingt mich wieder aus, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!